Wenn die Straßen nicht so voll gewesen wären, würdest du heute nicht leben. Das ist ein Spruch, den ich in meiner Kindheit mehr als einmal gehört habe. Und dieser hat mit Dresden zu tun. Dankenswerterweise wurde in der Sendung von Radio Moppi vom 14.02.2015 das Bombardement Dresdens von vor 70 Jahren dargestellt. In dieser Sendung wurde auch geschildert, dass die hohe Anzahl der Opfer, ca. 250.000 bis 300.000, dadurch zustande kam, weil sich zu dieser Zeit des Bombardements in der Stadt Flüchtlinge aufhielten. Wer auf Wikipedia nachliest, wird Angaben zu den Opfern finden, die lediglich von 20.000 bis 25.000 ausgehen. Und das kann man von einigen anderen Historikern auch so hören. Nicht allen, aber einigen. In Großbritannien gibt es Buchveröffentlichungen und auch in Teilen der Öffentlichkeit werden ebenso Angaben gemacht, wie sie auch in der Sendung von Radio Moppi genannt wurden, also 250 bis 300.000. Es wird in interessierten Kreisen in Großbritannien auch ganz klar von einem Kriegsverbrechen gesprochen. Auch die BRD-Geschichtsschreibung zeigt das Thema auf, spricht allerdings auf der entsprechenden Seite des Internetmuseums LEMO wiederum von einer sehr geringen Anzahl von Opfern. In dieser Darstellung wird aber ein Verweis gegeben, woher die Flüchtlinge stammen, von denen gesprochen wurde. Aus Schlesien sollen sie dieser Darstellung nach gekommen sein, die Flüchtlinge. Da meine Familie dabei war damals, habe ich natürlich aus deren Erinnerung erfahren, was sich ab dem 13. Februar 1945 in Dresden und Umgebung abgespielt hatte. Meine Großmutter, meine Mutter und ihr Bruder sind 1942 von Emden, Ostfriesland auskommend, in die Umgebung Dresdens verbracht worden, da Emden massivsten Bombenangriffen ausgesetzt war. Obwohl in einem großen Umfang Bunker bereits gebaut waren in Emden, und noch weitere gebaut wurden, waren die ständigen Luftangriffe extrem belastend für die Zivilisten. Heute kann man sich auf der Seite von bunkermuseum-emden.de die Baumaßnahmen nur in dieser Stadt ansehen. In anderen Städten mag ein ähnlicher Aufwand getrieben worden sein diesbezüglich, doch das hing natürlich davon ab, wie intensiv die Bombardierungen vorgenommen wurden dort. Selbst in der kleinen Siedlung Konrebbersweg, also Konrebbi, das ist so ein Spitzname davon, wo meine Familie wohnte, gab es einen Bunker. Trotz dieser Bunkerbaumaßnahmen nutzte meine Großmutter Anfang 1943 das Angebot der Kinderlandverschickung. Denn selbst in einem Bunker ist ein Bombardement nicht nur extrem belastend, sondern auch gefährlich. Wenn in einem Alarmfalle die Bunkertür verschlossen wurde, wurde sie nicht mehr geöffnet, bis Entwarnung gegeben wurde. Meiner Großmutter war das Risiko zu groß, den langen Weg zum Bunker nicht rechtzeitig mit ihren Kindern schaffen zu können, um dann, wenn die Bomben fallen, vor verschlossener Tür zu stehen. Also entschied sie sich Anfang 1943, jenes Angebot der Kinderlandverschickung, welche schon seit 1940 gab, anzunehmen. Zu dieser Zeit wurde auch schon einigermaßen Druck auf die Mütter und mit Kindern gemacht, das Angebot der Kinderlandverschickung wahrzunehmen. Natürlich wollten nicht alle ihre Heimat verlassen und mussten dann sozusagen auf eigenes Risiko handeln. Sie mussten das Risiko also selbst tragen. Der Verwaltung gegenüber musste das schriftlich bestätigt werden. Ab 1943 kam es zur erweiterten Kinderlandverschickung, sodass mehr als 2 Millionen Kinder aus den oft vom Bombenterror betroffenen Städte in Gebiete Bayerisch-Ostmark, Mark-Brandenburg, Warteland, Oberdonau, Sudetenland, Thüringen und Sachsen verbracht wurden. Meine Großmutter, meine Mutter und ihr Bruder kamen nach Sachsen in einen Ort namens Gosa, welches einige Kilometer nördlich von Dresden liegen muss. Die Recherche im Internet hatte leider keinen plausibles Ergebnis erbracht. Vielleicht ist das eingemeindet worden oder so und deswegen gibt es das nicht mehr. Dort hatten sie ihre Ruhe, da diese Gebiete, welche vom KLV, also Kinderlandverschickung, genutzt wurden und keinerlei kriegswichtige Ziele darstellten. Diese Ruhe wurde erst 1944 genommen, da die Rote Armee zu dieser Zeit bereits vor Budapest angelangt war und drohte in der anstehenden Frühjahrsoffensive selbst bis nach Sachsen vorzudringen. Um Budapest wurde eine erbitterte Schlacht geführt, welche vom Oktober 1944 bis zum 13. Februar 1945 andauerte. Am 13. Februar 1945 ergaben sich die ungarischen und deutschen Truppen in Budapest. Nun stand der Roten Armee kein nennenswerter Widerstand entgegen auf ihrem Weg nach Norden, in Richtung Sudetenland, Thüringen und Sachsen. Von der Niederlage der Verteidiger von Budapest erfuhren die Menschen und sie mussten befürchten, dass das Vorauskommando der Roten Armee vielleicht nur Tage brauchen würde, um Sachsen zu erreichen. Was sie dann zu erwarten hatten, würde wohl so sein wie in Nemmersdorf Ende 1944. Dort sind also übelste Verstümmelungen an Menschen vorgenommen worden. Nemmersdorf wurde dann zurückerobert von der Wehrmacht und das wurde dann also bekannt, wie die Rote Armee haust oder wütet, wenn sie denn kann. Wegen der Kapitulation der Verteidiger von Budapest gab es nun keinen nennenswerten Widerstand mehr und mehrere hunderttausend Rotarmisten drängten nun dorthin, wo die Mütter mit ihren Kindern durch die Aktion Kinderlandverschickung gebracht wurden, um vor den Bombenangriffen in den Heimatstädten sicher zu sein. Auch wenn meine Großmutter, meine Mutter und ihr Bruder sich nördlich von Dresden aufhielten, so mussten sie dennoch nach Dresden, um nach Norddeutschland zu kommen, da dort der Bahnhof war und die damit verbundene Bahnverbindung eben. Und dort hofften sie dann, einen Zug zu erwischen, der in die gewünschte Richtung fuhr. Dass Dresden mit einem Bombenangriff rechnen musste, war nicht anzunehmen und es gab auch keinerlei Flugabwehrmaßnahmen, Bunker oder gar Luftwaffe, die eventuell anfliegende Bomber hätte gefährlich werden können. Die einzigen Flugzeuge, die meine Familie sah, die am Himmel zu sehen waren, sind Aufklärer der Alliierten gewesen, vor denen sie auch keine Angst haben mussten, denn die haben auch nicht geschossen. Das sind ja keine Tiefflieger gewesen. Die gab es ja auch zu der Zeit. Aber sowas ist in der Zeit dort nicht passiert. Also diese Aufklärer von den Alliierten konnten unbehelligt alles fotografieren, was sich am Boden abspielte. Sie waren bestens informiert. Somit waren die Alliierten bestens unterrichtet über die Flüchtlingsströme, welche aus allen Himmelsrichtungen kommend nach Dresden drängten, um dort dann eben weiterzukommen, per Zug. Wir dürfen uns solche Bilder vorstellen, wie sie bei den dicht an dicht gedrängten Menschenmassen heute vorkommen, wenn eine Massenveranstaltung abgehalten wird. Aus diesem Grunde wurde mir als Kind eben dieser Spruch erzählt von meinen Leuten. Wären die Straßen nicht so voll gewesen, würdest du heute nicht leben. Gemeint war, wenn sie wenige Stunden eher in der Stadt gewesen wären, dann wären sie eben diese Opfer geworden, zu denen es dort gekommen ist, durch die Bombenangriffe. Als das Bombardement losging, kehrte meine Großmutter um, weil sie da auch keine Hoffnung mehr hatte, einen Zug zu erwischen oder überhaupt was. Das ist ja im Dutt gewesen anschließend. Und zog mit ihren Kindern zu Fuß nach Ostfriesland zurück. Also, hier haben wir die Orte, aus denen die Flüchtlinge stammten und um wen es sich handelt. Es waren Mütter mit ihren Kindern, welche durch die Kinderlandverschickung dorthin gelangten. Dresden Mitte Februar 1945 ist deswegen einmalig und unterscheidet sich von allen anderen Bombenangriffen aus der Luft, weil es sich um eine konzertierte Aktion handelte. Erster Fall von Budapest und die einsetzenden Flüchtlingsströme nach Dresden, weil dort eine Zugverbindung erhofft wurde, dann erst massive Luftangriffe über Tage hinweg mit Brandbomben, sodass ein Flammeninferno entsteht. So wurden auf konventionelle Weise mehr Menschen hingemordet, als mit einer Atombombe auf Nagasaki und Hiroshima möglich gewesen wäre. Ein kleiner Hinweis noch, möglicherweise ist es sinnvoll, dieses Video herunterzuladen. Ich werde einen Link in der Videobeschreibung auf dem Kanal Konrebbi angeben. Falls dieses Video auf einem anderen Kanal angesehen wird, könnte es sein, dass dort dann nicht dieser Link hin ist zu diesem Kopierprogramm. Also, bis hierhin erstmal. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.